Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Ausstellung mit dem Titel Möglichkeitsformen 2. Ein herzliches Willkommen auch an Ulrich Kaufmann als Performer und Andres Klimbacher als Aussteller. In den vergangenen Jahren haben wir Kultur präsentiert und die Objekte sind entweder am Boden gestanden oder die Bilder an den Wänden gehangen. Diesmal ist es anders. Unsere Kunstobjekte bewegen sich im Raum, sie schwirren durch die Galerie Herzogburg. Und dazu wünsche ich Ihnen sehr viel Spaß und viel Vergnügen. Leider können Sie uns nicht besuchen, weil es ist ein bisschen gefährlich, diesen schwirrenden Objekten zu entgehen. Viel Vergnügen trotzdem. Wir haben einen Weg gefunden, das Naturgesetz der Schwerkraft zu überwinden. Es war die Lösung eigentlich sehr naheliegend und einfach. Wir mussten ein Material nehmen, das leichter ist als Luft. Und somit waren dann plötzlich Skulpturen möglich, die nicht da am Boden stehen oder auf Podesten aufgebaut werden. Das ist eben das Schöne, aber auch das Gefährliche an dieser Ausstellung, weil die Ausstellung und die Skulpturen ein Eigenleben haben. Ich möchte dich auch noch bitten, ein paar Worte zu. Ja, ich bin ja in dem Sinn dann auch eine Skulptur mit einem gewissen Eigenleben. Und dieses, bei mir ist es eher so, dass mit den Schweben eher das aus einer gewissen Magst du uns einmal zeigen, wie du das vielleicht meinst? Zeigen. Wir haben jetzt da also versucht, einfach Knoten zu machen und wie viel Spannung hält so etwas aus. Und das war, also wir wissen jetzt noch nicht genau, wie die Teile selber wollen auch, das wird noch sehr spannend werden. Es ist halt so wie in jeder Forschung, man hat die Tragweite von der ganzen Erfindung ist uns noch nicht ganz bewusst. Und wir wissen auch noch nicht, was es jetzt praktisch für die Bildhauerei an und für sich bringen wird in Zukunft, wo das hingehen wird. Wenn auf einmal die Schwerkraft aufgehoben ist, dann ist die Kunst eine ganz andere. Warum ich mir Mühe gegeben habe, Material zu finden, das die Schwerkraft aufhebt, ist, glaube ich, verständlich. Aber warum Ulrich da schwebt, ist mir unklar.